Wusstest du, dass Restaurantketten je nach Standort ihre Speisekarte nach den jeweiligen Essgewohnheiten anpassen? Yes, yes, it's true. Seit neuestem kann man als deutscher Staatsbürger ohne Visum in China einreisen. China? China? Jetzt geht das schon wieder los. Die Gelegenheit haben wir genutzt, um die Familie meines Freundes in Shanghai zu besuchen. Und auch wenn wir während des chinesischen Frühlingsfests die chinesische Küche wirklich ausgekostet haben, egal ob Hausmannskost oder Fancy Dinner, hat mich die Neugier nicht losgelassen. Was gibt's in denselben Läden, die wir in Deutschland haben, nur in China? Wie man sich vielleicht denken kann, ist es in Shanghai ziemlich schwierig, U-Bahn zu fahren, obwohl es geht eigentlich. Ich zeig euch mal ein bisschen. Wir müssen einfach an den Automaten gehen oder auf Englisch stellen, hör mal. Und dann haben wir auf Krampf einfach die U-Bahn-Station gesucht. Durch Googlen, durch Finden und durch die Map auf dem Handy, die ich mir runtergeladen habe. Irgendwie bekommt man es hin. Außerdem ist hier ja alles immer auf Englisch übersetzt, deswegen versuchen wir einfach unser Glück, mal gucken, ob wir bei der richtigen Station ankommen. Tada, hier gibt es natürlich Security in der U-Bahn, durch die man durch muss. Ist nicht schlecht, bei so vielen Leuten weiß man ja auch nie. Let's get it! Schon Apps erwähnt, die man unbedingt braucht. Wenn du in Shanghai Google Maps benutzt, siehst du ungefähr gar nichts, schon gar keine Bewertungen oder ähnliches. Deswegen wurde uns vor Ort diese App empfohlen, durch die ich mich nur durch Symbole und Sternebewertungen navigiert habe. Und durch dieses ganze Abenteuer bin ich endlich an meinem ersten Ziel angekommen. Irgendwie gibt es hier überall so Special-Sachen, natürlich, weil das neue Jahr hier gerade begonnen hat und das Jahr des Drachen wurde eingeläutet. Deswegen gibt es auch bei Läden wie Starbucks und Co. Special New Year's Menus. Und das will ich unbedingt probieren. Also ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Ich nehme, glaube ich, Golden Caramel Latte, weil da ist ein riesen Dragon drauf. Aber kommt er auch mit dem Dragon? Das ist die Frage. The box. The box, yeah. Yes. I have the green one. The green one. And the one with the cherry. What is like the best selling one? The cheesecake. Can I pay with Alipay? All right, 211 yuan. Here, please. Here. Am besten, wenn ihr hier hinkommt, also wenn ihr Shanghai bereisen wollt, Visa ist okay, geht manchmal, aber am besten holt man sich Alipay, weil dann kann man einfach seine Karte hier eintragen. Scannen die den Code einfach an. Und das ist eigentlich der beste Weg, überall zu zahlen, weil, ne? WeChat. Oh, WeChat. Aber wir haben leider kein WeChat. Das ist natürlich meine Passion, Gebäck aus den verschiedensten Ländern zu testen. Ich muss auch sagen, wir waren letztens vor ein paar Tagen in so einem Café. Da habe ich so ein Salzhörnchen gegessen. Ey, das war so lecker. Das war so ein Butter-Salzhörnchen. So simpel eigentlich, aber so wahnsinnig toll. Und selbst das Pain au Chocolat, was ich da gegessen habe, das war wie aus Frankreich einfach. Das war Hammer. Das war irgendwie was, mit was ich nicht gerechnet hätte hier. Aber macht Sinn. Wieso sollte man hier nicht qualitativ hochwertige Pain au Chocolat genießen? Was mir bei Starbucks zum Beispiel aufgefallen ist, hier wird so ganz viel Wert auf Design und sowas gelegt. Ich meine, wir haben auch diese Christmas-Dinger, aber irgendwie, wisst ihr, es ist schon ein Unterschied. Hier ist so richtig Liebe zum Detail, Fun, coole Farben, auch diese Box und so. Sieht toll aus, sieht schön aus und ich bin Fan von sowas. Gut, der Golden Caramel Latte schmeckt halt wie ein Caramel Latte. Hätte ich mir vielleicht doch ein bisschen was anderes aussuchen können, aber gut. Aber diese Küchlein sind echt kleine Kunstwerke. Da schlägt mein Gebäckherz wirklich sehr hoch. Ich habe auf jeden Fall gefragt, was so die Bestseller sind. Und neben dem Cheesecake ist das hier auf jeden Fall ein Favorite. Och, sieht auch einfach traumhaft aus, Leute. Was soll ich euch dazu sagen? Ich will das direkt aus der Mitte tasten. Cheers. Mmh. Ja, ist einfach so ein Sponge Cake mit Sahne in der Mitte. Simpel und lecker. Hier haben wir noch die Strawberry Version davon. So pretty. Dieser Stuhl macht mich wahnsinnig. Ab durch die Mitte.
Mit Strawberry-Flavor, auch lecker. Ich weiß nicht genau, was das hier für ein Cake ist. Ich dachte erst, das ist Cherry, aber er meinte zu mir, oh, hell no. Das ist nicht Cherry, das ist eine andere... Ich kannte das Wort auf Englisch auch irgendwie nicht. Hawthorn. Auf jeden Fall. Manchmal versteht man sich nicht, aber es ist überall, finde ich, auf der Welt so. Selbst wenn man sich mit Worten nicht versteht, kann man sich mit Händen und Füßen und Freundlichkeit und Höflichkeit und Respekt immer verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht erteste ich ja, was es ist. Es ist gar keine real Frucht da drauf. Es schmeckt mega lecker. Bisschen himbeermäßig, aber... Kommen wir auch nicht drauf, was für eine Frucht das sein könnte. Stellt euch vor, am Ende ist einfach wirklich ein Himbeerkuchen. Jetzt kommt mein absoluter Favorite. Guckt euch mal bitte dieses Design an. Einfach ein Bär im Drachenkostüm. Aha. Vielleicht auch Matcha und Taro. Matcha-Cake. Sehr lecker. Grandios. Es war mir... eine Freude. Kennt ihr diese Secret-Menu-Items von In-N-Out oder anderen Fast-Food-Restaurant-Ketten? Voll interessant eigentlich. Die Burger, die man kennt, nur irgendwie anders zu entdecken. Soweit ich weiß, gibt es das hier bei uns in Deutschland gar nicht. Aber man hat diesen Spezialeffekt ja auch, indem man einfach in ein anderes Land reist. Eigentlich vermeide ich es immer im Ausland zu McDonald's zu gehen, weil ich würde lieber in richtigen Restaurants essen. Ne? Aber ich glaube, hier ist es schon recht interessant. Es ist halt immer interessant, wie gewisse Läden ihr Menü je nach dem Geschmack des Landes anpassen. Deswegen bin ich mega gespannt, was wir da drin holen können. Unsere Rettung, falls jemand kein Englisch kann. German Sausage Double Beef Burger. 500 Kalorien, Meals, ist ja krass. Wow. Das Einzige, was mir so richtig auffällt, ist hier bei diesem, guck mal, Belgian Dark Chocolate, Coffee, Affogato. Das sind schon special Sachen, eher bei den süßen Sachen. Pistachio, Oatmilk, Latte. Finde ich auch interessant hier, dass sie so einen Taro Pie haben. Den habe ich jetzt auch mal mit reingemacht. Red Bean Flavored McFlurry, auch lecker bestimmt. Anyways, Bestellung abgeben, let's go. Ey, am Ende musste ich jetzt doch hier bestellen und ich konnte mich nicht verständigen so richtig, was diese Chickenbox war. Deswegen haben wir jetzt nur den Burger und das Pie, weil unser Alipay nicht ging. Aber manchmal geht's nicht, weil die Läden nehmen das da manchmal nicht an, weil man mit ausländischen Karten oder Visa oder Mastercard halt eine extra Gebühr dann zahlt. Aber es hat geklappt. Wir haben den Burger, wir haben den Pie. Alles gut. Here we have it. So ordentlich eingepackt irgendwie mit Stickerchen auch und so. Ich freue mich auf jeden Fall auf den German Sausage Double Beef Burger. Mit German Sausage, denke ich mal, ist ein Nürnberger gemeint. Oh, hello, darling. You look delicious. Manchmal muss das sein. Kennt ihr das? Manchmal hat man auch einfach Bock auf so einen Trash-Burger von McDonald's. Das ist bei mir auf jeden Fall so. Manchmal muss es einfach Mackies sein. Okay, es ist nichts auf, außer zwei Nürnberger, zwei Beef Patties und Senf. Cheers. Ist wie drei im Weckler, nur mit Beef Patties dazwischen. Irgendwie nicht schlecht. Kommen wir zum Dessert. Der Taro Pie. Was ist eigentlich Taro genau? Ist es eine Kartoffel? Ist es eine Bohne? Taro ist eine Pflanzenart in der Familie der Aaronstabgewächse. Pfeil- bis herzförmige Blätter und unterirdisch eine ellipsoide bis keulförmige Rhizome. Ja gut, da haben wir auch wieder was gelernt. Ich würde sagen, guten. Hat eine wunderschöne Farbe. Hat so ein bisschen was von einer Süßkartoffel, nur noch dessertmäßiger. Ist super lecker, auch wenn ich gerne ein richtiges Taro-Gebäck oder so gerne essen würde oder ein Dessert. Natürlich gibt es hier auch kein Uber, sondern wir fahren hier Didi. Und Didi kann man auch einfach über Alipay bestellen. So, gehe ich in die Alipay-App rein, wähle Didi aus und dann Daumen drücken, dass es funktioniert. Sag euch, wie es ist. 7-Eleven. Eigentlich ist es, glaube ich, eher so ein Ding in Korea und Japan, was ich gesehen habe. Alles, was 7-Eleven betrifft, dass es so special Sachen gibt. Aber einige von euch haben auf Instagram gesagt, ich soll mal da reingehen und es abchecken. Vielleicht finden wir ja da ein paar special Sachen drin. Deswegen, I'm excited.
Ich bin echt gespannt, wie die schmecken. Einfach Cucumber Flavor. Also ich denke mir irgendwie bei allem, was ich hier probiert habe, es muss schmecken. Wieso sollten es Leute sonst essen? Ey, so strange. Ich schwöre euch. Was ist da los? Check ich nicht. Schmeckt wirklich nach frischen Gurken. Das ist irgendwie so ein authentischer Flavor. Das verwirrt mich voll. Crazy. Hat aber irgendwie was. So, jetzt bin ich aber gespannt auf die Italian Red Meat Flavor. Dann haben die so authentische Geschmäcker hinbekommen. Amazing Chippy. Geil. Aber nicht so strong irgendwie wie die Gurken. Ist mir jetzt schon wieder zu normal. Der hier ist viel mehr exciting irgendwie. Hammer. Außerdem holte ich eine Rahmenpackung, ein Ei. Oh mein Gott, guck mal, wie cute. So beautiful. Und ein Würstchen. Und daraus, meine Damen und Herren, zauber ich mir jetzt ein tolles Mittagessen. Step 1, Packungen rein. Sorry. Aber von dieser scharfen Soße ertrage ich heute nicht mehr. Step 2, Wasserkocher befüllen. Jetzt fehlen noch unsere Toppings. Uhu. Yellow Egg. Kommt da auch rein, wärme ich schon mal auf. Aber wie bekomme ich die Wurst auf? Ich will eine Wurst. That's what she said. Ey, ich krieg das nicht auf. Das ist eher wie so Leberwurst. Ich glaube, das kommt eher auf ein Brot oder so. Naja, ein delicious meal, ne? Ich hätte vielleicht versuchen sollen, irgendwo Käse zu beschaffen oder so. Das wäre krank gekommen. Bisschen Ei. Wie so ein Curry-Ei schmeckt das. Ein bisschen Proteine dazu. Geil. Kann man machen als Mittagssnack. Au! Au! Oh Gott, sehe ich noch was? Sehe ich euch überhaupt noch? Apropos entzündetes Auge. Ich dachte, meine Augen fallen aus, als ich mit chinesischen Schriftzeichen untermalt ein ID-Schild in mein peripheres Blickfeld schob. Ich habe ja eine kleine Obsession mit Supermärkten im Ausland, wie vielleicht bekannt ist. Deswegen konnte ich es natürlich kaum erwarten. Bin so gespannt, ob es da die gleichen Produkte gibt wie bei uns oder ob die irgendwelche Special Editions haben. I'm so excited! Hallo! Dieses Face Wash nicht entgehen lassen. Also entweder ich gehe blind durch unseren Aldi oder es gibt bei uns sowas nicht. Allgemein finde ich, der Aldi sah nach so einem richtigen edlen Supermarkt aus. Anyways, Herbal Jelly with Milk Tea. Okay. Ich muss sagen, dieses Kräuterige in einem Milchtee ist jetzt nicht so meins. Persönlich. Ich mag den lieber super sweet. Probier mal eins von diesen Herbal Jellies. Die schmecken gar nicht so herbal. Die schmecken einfach nur Jelly. Da sind auch so kleine Jellies ganz unten. Guck mal. Die sind auch nicht herbal. Ist nur der Tee, der ein bisschen herbal schmeckt. Aber ist eigentlich gar nicht so schlecht jetzt, wo ich es länger taste. Aldi Bakery. Ich meine, das könnte theoretisch ein bisschen cheated sein, weil das ist ein Italian-Ding. Italian
Maritozzo Strawberry Fresh Milk Bread. This looks so pretty. Oh mein Gott, this is cute. Erinnert mich so ein bisschen an diese 7-Eleven Toasts aus Japan mit dem Strawberries drin. Nur Aldi Version, you know? Irgendwie sieht das aus, als würde ich in einen Corgi-Arsch beißen. Ich liebe Corgis. Bah, ist das lecker. Das ist wie diese krassen Strawberry-Sahnetorten einfach nur mit diesem Fertigboden, den ihr euch im Supermarkt kaufen könnt. Sowas ist das Beste, was mir an einem Tag passieren kann. Ich könnte sagen, oh mein Gott, eine Hundewelpe. Oder oh mein Gott, endlich Weltfrieden. Aber nein, ich sage, oh mein Gott, IKEA! Ey, das ist nicht normal, dass man so aufgeregt ist, in ein IKEA zu gehen. Aber ich bin so gespannt, was für andere Sachen es hier gibt. Ihr wisst, ich bin IKEA-obsessed ein bisschen, okay? Es ist eine Sucht, kann man schon fast sagen. Hier sind einfach so Snackautomaten schon vorher. Aber es ist auch gut, weil man braucht echt gute Verpflegung, wenn man in IKEA geht. Wisst ihr, was ich meine? Es ist immer stressig, man ist immer durstig. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, sich von seiner Bank auch eine UnionPay-Karte geben zu lassen, weil das ist, glaube ich, der Renner hier. IKEA war eigentlich wie so ein Paralleluniversum. IKEA, alles gleich, aber irgendwie doch komplett anders. Am Ende habe ich eine Fußmatte mit einem Drachen drauf mitgenommen, aber viel interessanter fand ich diese typische Foodstation. Da gab es nämlich ganz andere Sachen als bei uns im IKEA. Hier zahlt man eigentlich mit WeChat. Mal gucken, ob wir auch bar zahlen können. Mission failed. Keine Fishbowl-Screwer. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, diesen Channel zu abonnieren und lasst mir gerne einen Daumen hoch da, falls ihr mehr Interesse an so einem Reisecontent habt. Wünsche sind natürlich immer willkommen in der Kommentarbox. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sieht man eigentlich, dass ich so Kontaktlinsen drin habe, die so leichte goldene Streifen in meinen Augen machen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich die ganz umsonst da reingemacht. Nachdem ich scharfe Suppe in mein Auge bekommen habe, mutig.